herzlich willkommen zu meinem neuen Video, zum nächsten Unboxing. Ihr seht es hier, ich habe gerade die Goodiebox auch aufgemacht und jetzt ist die Little Little Box dran. Und ihr wisst es, diesen Monat wird zusammengelegt, also dieser und nächsten Monat wird zusammengelegt. Das heißt, nächsten Monat kommt leider keine Box. Das heißt auch, ich muss hier zwei Produkte raussuchen, die dann in die Boxenverlosung von diesem und vom nächsten Monat wandern. Und das ist einmal die Box und ich würde sagen, die öffnen wir jetzt. Bevor wir aber mit dem Unboxing beginnen, schaut auf jeden Fall oben in der Infobox vorbei. Da sind alle aktuellen Gewinnspiele verlinkt. Das Boxengewinnspiel ist online, das Außerbütte-Gewinnspiel ist online und es ist auch noch ein Gewinnspiel geplant. Aber das seht ihr dann später. Vielleicht habt ihr es schon gesehen, ich weiß es auch nicht. Willkommen zu der Box. Hab gerade das Klebeband runtergesehen und habe gesehen, dass man die wieder besonders aufmacht. Das machen wir jetzt. Wenn ich es aufbekomme. Genau. Puh. Ja, hier haben wir überall was stehen. Ich würde sagen, nehmen wir das erstmal raus und gucken wir, was hier drauf steht alles. My Little Box und Make My Lemonade. Kannst du mir dein Kreuzworträtsel geben? Warte, ich mach das so duper auf der anderen Seite fertig. Aus allen Ecken der Dünen ertönt der Ruf der Strandspiele. Der Sommer, das heißt für den anderen spielen, bis der Arzt kommt. Du bist eher Team Handtuch. Mit Make My Lemonade, der Brett Porter Marke, die bunt wie ein Wassereis und lustig wie eine Rückkehr in den Erklärung, wie die Sommerspiele für eröffnet. Übrigens bist du heiß auf Revanche. Die Sommerspiele beginnen schon. Entdecke sie weiter unten. Genau, und da kann man eben, hier ist ein Spielfeld, wo man was spielen kann. Sonnencreme, Herausforderung. Achso, und je nachdem, wie man da geht, da kann man eben den Würfel auch dazu basteln. Das finde ich auch cool. Und Figuren auch nie, oder? Leite den Würfel entlang der gestrichelten Linie aus, um deine Partie, den Sommerspiel, zu starten. Ein Punkt Klebestoff auf jede Lasche, um den Würfel in 3D-Format zu geben und schon können die Spiele starten. Spielregeln schaffst du es bis zum letzten Feld dieses Sommerspiels. Der Verlierer zahlt eine Limonade. Schneide das Spielfeld und die Spielfigur aus Würfel und los geht's. Um zu gewinnen, musst du punktgenau auf 31 lang. Wenn du überziehst, musst du bis zum Feld 31 gehen und anschließend um so viel Zahlen zurückgehen, wie du noch übrig hast. Das ist ja cool. Da muss man dann eben so Sachen erledigen, je nachdem auf welchem Feld das man ist. Das finde ich eine tolle Idee. Das finde ich echt eine tolle Idee. Werde ich auf jeden Fall aufheben. Wenn ich es aufheben kann, ich guck mal. Aber finde ich mega cool. Und dann kommen wir zur Tasche. Dieser wunderschönen Tasche, eine Doppeltasche. Ihr seht es, hier kann man einmal eine dran klippen und hier ist die große Tasche. Mega schön. Es hätte auch noch eine buntere Tasche gegeben, die wäre mir tatsächlich lieber gewesen. Neue Abonnenten hätten sie aussuchen können, Bestandskunden aber nicht, was ich immer doof finde. Ich hätte die ja gerne auch ausgewählt, aber wir haben hier wenigstens diese kleine bunte Tasche, finde ich auch nicht schlecht. Und ich würde sagen, da gucken wir mal rein. Wir nehmen zuerst die kleine Tasche, die man auch natürlich abnehmen kann. Wir haben hier drin ein Produkt, glaube ich, und zwar, das ist das Lifestyle-Produkt. Also Lifestyle-Produkt ist natürlich die Tasche und dazu, da haben wir auch noch zwei. Und dann haben wir hier My Little Box und Maria Lila. Wenn da von Maria Lila wieder was drin ist, wäre nicht schlecht. Legen wir jetzt zur Seite, weil ich denke, das ist es nicht. Super Ferienspaß. Was ist das? Ein kleines Heft. Keine Ahnung. Okay, kann sein, dass das die Produkte sind. Ich würde sagen, fangen wir hier mal an. Schere, Stein, Papier. Mach die Welt zu deinem Spielplatz. Lass das Monopoly im Schrank und die Muscheln am Strand. Wie wäre es mit dem stattdessen Völkerball spielen würden? Game on. Aber was ist das jetzt genau? Papier, Küche, das ist leider nur Französisch. Dann gucken wir rein. Noch eine kleine Tasche. Ach, das ist... Ah, okay. Make Paper Planes. Da kommt der Reisepass rein, oder? Kann das sein? Oder Flugdingenskarten? Ich bin mir ehrlich nicht sicher, was wir hier so tun sollen damit. Ich stehe jetzt auch nichts da. Es tut mir leid, aber ich kann euch tatsächlich nicht sagen, was das ist. Aber ich glaube, dass da der Flugpass reinkommt, wenn ich mich nicht alles täusche. Deswegen Schere, Stein, Papiere. Ja! Ich glaube, also der Pass passt auf jeden Fall rein. Falls ihr eine andere Idee habt, dann sagt es mir auf jeden Fall. Finde ich an sich eine tolle Idee. Werde ich auf jeden Fall gleich probieren, ob mein Pass da denn reingeht. Dann kann ich auf jeden Fall klappen. Ich habe noch keine Passhülle. Und dann kommen wir zu dieser wunderschönen Tasche, die auf jeden Fall prall gefüllt ist. Ich finde das Öffnen der Tasche cool, weil man die so schön aufmachen kann. Genau, und dann würde ich sagen, nehmen wir ein Produkt nach dem anderen raus. Das erste, was wir hier haben, ist einmal von Ultrasun Professional Protection SPF 30 High Protection UVA Sports Gel Transparent Sun Protection with Antioxidant. Wasserresistent, parfümfrei und auch für heute mit Sonnenallergie.
transparentes Sonnenschutzgel. Schnell absorbierendes, nicht fettendes, nicht klebriges, transparentes UVA-UVB Sonnenschutzgel mit GSP für Infrarotschutz. Ideal für aktive Sportlerinnen, schnell und einfach auftragbar. Entzündbar, enthält Alkohol. Ist sehr flüssig auf jeden Fall. Kenne ich so noch nicht. Bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Vielleicht werde ich das für die Arbeit verwenden. Da ist das, glaube ich, gut. Bei der Arbeit schwitze ich auf jeden Fall. Kenne ich so noch nicht, aber okay. Und dann haben wir von Kali was drin. Ich liebe Kali. Und zwar wieder ein Shampoo. Ayurvedisch Elixier, Ayurvedic Elixier, Rose Repair Regeneration in Regeneration und Pflege. Das ist vegan, neutral und natural. Repairing ist es dieses Mal. Und das ist einfach mal wieder ein Shampoo. So ein Shampoo hatten wir schon mal drin, aber das war damals ein oranges oder rotes, wenn ich mich nicht alles täusche. Finde ich auch toll. Ich finde, Shampoo kann man immer verwenden. Und hier drin steht noch einiges zum Produkt. Lesen wir aber jetzt nicht durch, weil dann wird es ein bisschen viel. Sehr schön, also wenn es so weitergeht. Ach ja, hier haben wir das, was abgebildet war. Und zwar einmal, denke ich, das Nagelset, oder? Spielsatz Nails. Set für siegreiche Fingernägel. Das sieht ja echt süß aus. Wir haben tatsächlich nur einen Nagelzwicker, relativ wenig, und den verlegt man auch immer. Das heißt, ich weiß nicht, wo ich den finde. Und der sieht echt süß aus. Mit meiner Little Box draufstehen einmal eine karierte Feile und einmal eine Pinzette. Kann ich auf jeden Fall brauchen. Das Set finde ich toll und das bleibt auf jeden Fall da drin, weil das wird mein Reiseset oder mein Set, wenn mein Mann mal wieder verlegt hat. Dann haben wir hier Anti-Haare in den Augenklammer. Also eine Haarklammer. Nein, ich war noch nicht so weit. Die Sonne hat mich geblendet. Ich hatte Haare in den Augen. Jetzt ist es Schluss mit dem Dschungel. Haare hochstecken und weiter geht's. Mit deiner Partie Beachvolleyball. Eine ganz normale Klammer. Ich hoffe, die hält auch gut. Die Frage ist bloß, mit was ich... Also meine Haare, da reicht die nicht. Deswegen glaube ich, wandert die auf jeden Fall zu euch in die Verlosung. Auch wenn sie echt gut ist. Die ist auch so ein bisschen kräftig, so ein bisschen samtenes Packaging. Aber wie gesagt, für meine Haare reicht die nicht. Ich weiß nicht, für was ich die hier nehmen würde. Genau, also einmal das kommt hier noch hier dazu. Dann haben wir noch ein kleines Säckchen. Und zwar, das sind dann wahrscheinlich My Little Box und hier. Das sind die Abschminkpads. Finde ich sehr, sehr gut. Die sehen ja auch cool aus. Die sind bunt. Das finde ich mega. Kann man da die andere Seite auch verwenden zum Abschminken? Würde mich jetzt schon sehr stark interessieren. Also ich sage dieses Mal nicht viel zu den Produkten, weil es sehr viele sind. Sonst würde es den Rahmen sprengen. Steht hier noch was dazu? Schmink dir das ab, Abschminkpads. Mit den wiederverwendbaren Abschminkpads kannst du dein Siegerfreudentraining trocknen. Oder abends einfach dein Make-up entfernen, ohne unnötigen Müll zu verursachen. Ja, finde ich sehr gut. Wandert auf jeden Fall auch in die Schminktasche, dafür unterwegs. Dann haben wir etwas Kleines und zwar von First Aid Fab, oder? First Aid Beauty Fab Bump Eraser Body Scrub. Exfoliant Corporal, keine Ahnung, Body Scrub. Also für einen Body Scrub ist es sehr klein, das reicht vielleicht für zweimal. Gucken wir mal, ob das hier drin steht. Nein, tatsächlich nicht. Kann ich euch also so nichts dazu sagen. Steht hier auf Englisch drauf. Einfach sanft einmassieren, vor allem bei Problemarealen. Dann abspülen und mit Moisturizer versorgen und ein- bis zweimal die Woche verwenden. Also das ist für, das macht dann Sinn. Dann ist es eine schöne Größe für Stellen, die eben sehr nicht so schön sind, sagen wir so, für sehr, sehr trockene Stellen, dass man das erst verwendet und dann Moisturizer verwendet. Ja, okay, dann finde ich es wieder cool. Dann ist es in Ordnung. Hätte ich mir jetzt so nicht reingewünscht, aber finde ich cool. Dann haben wir einmal My Little Beauty Lash Dance Mascara Lengthening Effect Mascara. Das ist ja cool. Eine dekorative Kosmetik von My Little Box mal wieder. Und dieses Mal ist es eine Mascara. Mega. Ich würde die jetzt wahnsinnig gerne aufmachen, dass ich sehe, was das für ein Bürstchen hat, aber dann wird es mir schlecht. Leider. So, dann gucken wir mal. I can really have it all. Nach unzähligen erfolglosen Versuchen im zarten Alter von 15 Jahren unsere Wimpern länger wachsen zu lassen, verschiedene magische Mixturen, die mit klebrigen, kribbelnden Augen endeten, hatten wir lange und grazile Wimpern abgeschrieben. Heute sind wir zurück im Rennen. Mit Flashdance auf den ersten Blick ein klassisch aussehender Mascara, aber in recycelten Tube befindet sich veganes Wachs und eine 82%ige Mischung aus Bio-Jojoba und Rizinusöl, die unseren Wimpern mit Feuchtigkeit versorgt, revitalisiert und ihren Wachstum fördert. Lass sie über deine Wimpern gleiten und du gönn dir ein samtweiches Finish, das selbst die schwächsten Wimpern wieder zum Flattern bringt. Finde ich toll. Mascara hatten wir noch nicht, ist auf jeden Fall was Neues. Dann haben wir als nächstes was von Body Shop. Ja, cool. Und zwar einmal ein My Choice Vinyl Lip Gloss.
Und was ist das? Einfach nur ein Lipgloss oder wahrscheinlich so ein transparenter und deswegen My Choice, wo man einfach einen Lipstick drunter tut und den dann drüber. Gucken wir mal. Nichts und immer kann ich aufhören. Im Sommer am Strand liegen, Rätsel lösen und einfach mal die Seele baumeln lassen. Let your lips do the talking and work. Wie das funktioniert mit einem kleinen Push für deinen Selbstbewusstsein in Form des formidablen Vinyl-Lipglosses von The Body Shop. Kein klebriges Gefühl, aufbaubare Deckkraft und exzellente Pflege in der farbintensiven Zartrosa Shade. My Choice bringe deine Ausstrahlung auf Hochtouren. Alle vier Glosse aus dem Sortiment wurden schließlich dafür kreiert, damit sie dir das Gefühl geben, dass dich nichts und niemand aufhalten kann. Und hast du das Sudoku schon gelöst oder bist du nicht dazugekommen, weil du ständig auf deinen tollen Kussmund angesprochen wurdest? Hier sind noch zwei Sudokus drin. Das finde ich auch cool. Ich habe von The Body Shop auch noch keine dekorative Kosmetik und das finde ich mega. Ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Da freue ich mich echt drauf und das Zartrosa sieht bestimmt toll aus, vor allem jetzt im Sommer. Toll! Also das, wenn so weitergeht. Dann haben wir als nächstes einen Essie-Nagellack und zwar einen sehr schönen blauen Nagellack. Den habe ich aber leider schon, glaube ich, in der Farbe Picnic of Time. Das ist eine wunderschöne, ja, ich würde jetzt sagen, babyblaue Farbe. Doch, ist eine babyblaue Farbe. Ist eine wunderschöne babyblaue Farbe, aber ich habe solche Farben schon und deswegen wandert die auf jeden Fall in die Verlosung. Ich muss dann gucken, was in welche Verlosung noch wandert. Das machen wir am Schluss. Aber an sich ein tolles Produkt. Ich bin froh, dass was von Essie drin ist. Hätte nur eine andere Farbe sein können. Aber das können die ja nicht wissen, dass ich die Farbe schon habe und das passiert leider. Und dann sehe ich was auf jeden Fall bei mir bleibt und zwar von Barbour. Ampullen. Hydra Plus Ampulle, also Hydrating and Plumping, einmal die gute Vitamin Ampulle, Vitality Protection and Strengthening und die Lift Express Ampulle mit Lifting and Smoothing. Das finde ich echt toll. Also Feuchtigkeit und Aufpolsterung, Vitalitätsschutz und Stärkung und Lifting und Antifalten Ampulle. Werde ich sehr gerne verwenden. Bei Babo beschwere ich mich nicht. Ja, und dann haben wir tatsächlich von Maria Nila noch was drin, was ich sehr, sehr toll finde. Und da haben wir eben ihr das Kärtchen, deswegen kann ich es darunter lesen. Wir haben eben mit Maria Nila auch noch zusammen gearbeitet. Das ist eine Head and Hair Maske. SOS Kur für die Haare. Was macht sich perfekt als Hut? Als Korb ist umwerfend auf Sandalen, aber ein Albtraum für unsere Haare. Stroh natürlich. Wir wissen natürlich, dass unsere Haarfasern im Sommer auf eine harte Probe gestellt werden. Salz, Sonne und Meer lassen unsere Mähnen schlapp machen. Aber mit uns gibt es keine Probleme, nur Lösungen. Und unsere heißt Maria Nila, eine Beauty-Brand, die zu 100% vegan und cruelty-free ist. Finde ich sehr gut. Dein Extra des Monats ist hier... Ach, das ist das Extra. Beim Little Box, da gab es ja das, dass man ein Extra-Produkt mitbestellen kann. Und das ist sozusagen das Extra-Produkt. Finde ich aber doof. Ach, oder gibt es bloß alle zwei Monate Extra-Produkte? Bin mich ja nicht sicher. Also das hat jetzt nicht jeder drin, sondern das ist das Extra, was man für 5,99 glaube ich, dazu buchen kann. Dann hoffe ich, dass das auf jeden Fall die 5,99 wert ist. Dein Extra des Monats ist ihre legendäre Head and Hair Heal Mask, die unsere liebesbedürftigen Länge pflegt, indem sie Haarausfall vorbeugt und das Haarwachstum anregt. In Kombination mit unserem besten Kumpel des Sommers, der Aloe Vera, ist diese Maske eindeutig das neue Krafttier für unser Sommerhaar. Deswegen ist es auch extra drin. Und Maria Nila ist echt eine tolle Marke. Und dann war es das tatsächlich schon wieder. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal durch. Also wir haben auf jeden Fall, wir gehen zuerst die Lifestyle-Produkte durch. Eine Tasche, wo diese kleine Tasche mit dazugehört. Dann einmal eine Spange, die jedoch an euch verlost wird. Dann einmal ein Reisepass-Etui, würde ich jetzt sagen. Einmal Abschminkpads. Das, was ich am meisten brauchen kann, ist einmal dieses Nagelset. Und dann haben wir noch drin einmal die Barbo-Ampullen, den Essie-Nagellack, den ich auch an einen von euch verlose. Einmal die Mascara, bin ich auch sehr gespannt drauf. Einmal My Choice, dieser ja, Lipgloss. Einmal Bump Eraser Body Scrub und dann würde ich sagen, dass ich den zu der Spange dazu packe. Und ich würde sagen, dass ich die Sachen an euch verlose. Die vier habe ich mich jetzt dazu entschieden, weil ich schon ein paar Abschminkpads habe, auch wenn die echt schön sind. Kommt diesen Monat rein einmal die Spange und das Body Scrub von First Aid Beauty Fab. Und nächsten Monat kommen rein einmal die Abschminkpads und der Essie-Nagellack. Und dann hoffe ich, dass ihr euch freut. Das sind jetzt zwei Produkte für jeden Monat. Ich glaube, das dürfte reichen. Dann haben wir eben das Ultraseingel drin. Bin ich gespannt, wie das ist für die Arbeit. Und einmal ein Shampoo. Ich glaube, Shampoo, da braucht man nichts sagen, kann man immer brauchen. Und dann mein Extra-Produkt von Maria Nila, die Haarmaske. Bin ich auch sehr gespannt. Mein erstes Extra-Produkt. Letzten Monat war ein Parfüm drin, da hätte ich mich eher gefreut. Aber habe ich leider verpasst. Jetzt habe ich als erstes die Maria Nila-Maske bekommen. Bin ich gespannt. Was halte ich von der Box?
Also ich fand die Box toll, es waren sehr, sehr viele Produkte drin, also wirklich sehr, sehr viele Produkte. Ich schreibe euch hier unten nochmal hin, wie viele es insgesamt waren. Genau, so viele Produkte hatten wir. Ich glaube, dass die schon einen hohen Wert hat. Und es waren wirklich sehr, sehr viele Produkte, sehr viele brauchbare Produkte auch, finde ich. Und ich habe trotzdem für jeden 2 Produkte jeden Monat rausgefunden, die ich verlosen kann. Also ich finde es eine tolle Box. Ich hätte mir das jetzt auch behalten, aber das sind einfach Sachen, die ich wahrscheinlich eher nicht verwende oder selten verwende und deswegen macht das keinen Sinn. Aber es ist ja noch viel genug übrig geblieben. Also ich fand die Box echt, ja, ich fand die echt toll. Waren lauter Produkte drin, die ich noch nicht gekauft habe. Und dann würde ich sagen, was ist mit dem Video? Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da. Was haltet ihr von der Doppelbox? Hat sie euch gefallen oder eher ein bisschen enttäuscht? Würde mich sehr interessieren. Und dann könnt ihr mich natürlich auch kostenlos abonnieren, wenn ihr kein Gewinnspiel, kein Unboxing, kein Vlog mehr verpassen wollt. Würde mich sehr freuen. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag, eine schöne Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!